Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir bei jeder Ausatmung, alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Wir werden jetzt gemeinsam durch deine 7 Chakren wandern und sie aktivieren. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Beckenboden. Dort ist der Sitz deines Wurzelchakras. Stell dir dort die Farbe Rot vor, wie sie den ganzen Bereich rot durchflutet. Das Wurzelchakra steht für Mut, für Lebenskraft und Urvertrauen. Stell dir wirklich kräftige, leuchtende Farben vor. Wir wandern jetzt weiter hinauf zu deinem Sakralchakra. Es befindet sich unter deinem Bauchnabel. Und die dazugehörige Farbe ist Orange. Lass das Orange strahlen, lass es pulsieren. Das Sakralchakra steht für Sexualität, für Freude und für Gefühle. Kannst du das Orange ganz klar sehen? Und dann wandere weiter mit deiner Aufmerksamkeit über deinen Bauchnabel, etwa eine Handbreit darüber. Dort ist der Sitz des Solarplexus-Chakra und dessen Farbe ist gelb. Im Solarplexus-Chakra sitzt unser Wille, unsere Stärke, unsere innere Mitte. Stell dir ein wunderschönes Sonnengelb vor. Und lass uns nun weiter wandern zu deiner Brust, zu deinem Herzchakra und lass dort alles grün erstrahlen. Unser Herzchakra steht für die Selbstliebe, aber auch für die bedingungslose Liebe zu anderen. Kräftiges, schönes Grün, was deine ganze Brust durchflutet. Und gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kehlkopf, zu deinem Kehlkopfchakra, dessen Farbe hellblau ist. Stell dir ein hellblaues Leuchten vor. Hier ist der Sitz deiner Kreativität und auch der Kommunikation.
Wandere dann weiter nach oben zwischen deine Augenbrauen. Dort befindet sich das Stirnchakra. Und die Farbe ist Azurblau. Ein wunderschönes, dunkles Blau. Zwischen deinen Augenbrauen. Und das Stirnchakra steht für die Öffnung von Seele und Geist. Hier wird es nun ein wenig spiritueller. Und zum Schluss gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Scheitel, zu deinem Kronenchakra. Und stelle dir dort die Farbe Lila vor. Das Kronenchakra steht für Spiritualität und öffnet sich nach oben hin. Spüre jetzt der Entspannung in deinem ganzen Körper nach. Und sei dir bewusst, dass nun all deine Chakren geöffnet sind, aktiviert sind. Komme nun zurück ins Hier und Jetzt. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst, und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen, wenn du soweit bist, und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück.